Herzlich willkommen zu einer neuen Burgwächter-Profi-Folge. In dieser Folge zeigen wir euch die neue E-Box, wie wir diese einrichten, wie wir das anhand der App machen und die einzelnen Funktionen dazu. Wenn wir uns nun die Burg Smart App aus dem App Store heruntergeladen und installiert haben, können wir diese starten. Zunächst müssen wir einmal akzeptieren, dass wir Bluetooth verwenden möchten und auch die Lizenzbestimmungen müssen einmal akzeptiert werden. Anschließend können wir die Ersteinrichtung vornehmen. Dazu geben wir erst einmal unseren Vor- und Nachnamen ein. In unserem Beispiel nennen wir uns jetzt einfach mal Max Mustermann und tragen hier auch einmal unsere E-Mail-Adresse ein. Dann haben wir hier mehrere Optionen. Einmal die Burgwächter Cloud. Die benötigen wir nicht. Das wäre jetzt für The Bridge zum Beispiel. Das können wir aber auch immer noch später mal machen. Info über Software-Updates ist mit Sicherheit sinnvoll. Der Newsletter auch, dass wir Informationen bekommen, was es Neues gibt. Und dann eben die Datenschutzrichtlinien müssen wir akzeptieren und dann können wir uns auch registrieren. Die Burg Smart App fragt uns dann, ob wir auch mithelfen möchten, dass wenn irgendein Bug ist, dass dieser auch an die Entwickler gesendet wird. Wir sind natürlich dabei. Wir können uns nun mit der App vertraut machen und gehen dann etwas weiter runter zum Punkt Paketboxen. Bevor wir die Inbetriebnahme über die App starten können, müssen wir zunächst die E-Box betriebsbereit machen. Diese ist natürlich aktuell noch nicht bestromt. Zunächst, wenn wir jetzt hier die Box neu geliefert bekommen, klebt unten drunter der mechanische Notschlüssel. Diesen also abziehen und nicht entsorgen. Wenn wir hier die Box öffnen, sehen wir, dass die Riegel erstmal noch eingefahren sind im Auslieferungszustand und wir haben hier hinten einen Batterietrennstreifen. Wenn wir diesen gleich ziehen, ist die Box betriebsbereit und kalibriert sich erst einmal. Ich ziehe diesen jetzt. Die E-Box hat sich nun kalibriert und ist betriebsbereit. Wir können nun die Inbetriebnahme über die App starten. Wir gehen dazu auf Mein System und gehen dann auf den Menüpunkt Paketboxen und fangen mit Schritt 1 an, E-Box Einstellungen, E-Box Einheiten. Über das Plus oben rechts können wir nun eine weitere Box hinzufügen. Die Burg Smart App fragt, ob wir auf die Kamera zugreifen möchten. Ja. Und wir scannen jetzt einmal den QR-Code auf der Innenseite der Tür. Wir sagen hinzufügen, fortfahren und können nun einen Namen vergeben, sei es jetzt irgendwie zu Hause. Wenn wir mehrere Boxen haben, können wir den natürlich auch Box 1 bis 10 durchnummerieren oder wie auch immer. Wir nennen das Ganze jetzt einfach mal Home und geben einen Administratorcode ein. Der steht auch unter anderem auf dem QR-Code drauf. In unserem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6. Starten das Ganze. Und jetzt wird das Smartphone direkt auch als Schlüssel an diese Box angemeldet. Und wir haben jetzt hier unsere Box eben drin. Im zweiten Step werde ich jetzt erst einmal den Administratorcode ändern. Der Werkscode 1 bis 6 ist natürlich nicht besonders sicher. Und deswegen gehen wir hier einmal auf den Punkt Administratorcode ändern, wählen unsere Box aus, das war ja jetzt die Homebox, und geben den alten Admin-Code ein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, und einmal den neuen Admin-Code, nehmen wir jetzt mal 300, 300, wiederholen das Ganze, 300, 300. Starten müssen dazu natürlich auch in der Nähe der Box sein, also in Bluetooth-Reichweite, damit das Ganze auch verbindet. Okay, so, Admin-Code ist schon geändert. Ganz wichtig, der Admin-Code ist nicht zum Öffnen oder zum Benutzen der Box da, sondern lediglich zum Resetten. Ich kann also mit dem Admin-Code nur ein Komplett-Reset machen und alles wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen. Im nächsten Step legen wir jetzt einen Benutzer an. Dieser Benutzer kann dann die Box auch öffnen, kann auch dann Codes anlegen für die Paketdienstleister und die Box im Prinzip wirklich auch verwalten. Wir gehen also auf Benutzer, auf das Plus. Wählen unsere Box aus, unsere Homebox, und geben hier erstmal einen Namen ein. Wir nehmen wieder Max Mustermann und können auch noch zusätzliche Infos eingeben. Zum Beispiel, wenn das Ganze jetzt eben in einem Mietverhältnis bereitgestellt wird, könnten wir hier sagen Miete 1, 2, 3
oder Mieter erstes und G-Rechts, wie auch immer. Admin-Code muss natürlich noch eingegeben werden, 300 300. Wir befinden uns wieder in der Nähe der Box und starten. So, wir kriegen jetzt hier einen sechsstelligen Code vorgegeben. Das ist der Benutzercode. Wenn die Box nicht für uns selber ist, wir die also selbst nutzen, könnten wir diesen Code jetzt unserem Mieter geben und er kann mit seiner App und diesem Code nun alles weitere einrichten. Er kann den Code ändern, er kann dann Codes für Paketdienstleister anlegen und wir als Vermieter hätten dann keinen Zugriff mehr auf seine Box, es sei denn, wir müssten sie komplett resetten. Das geht wiederum mit dem Administratorcode. Dann gehen wir nun zurück und machen weiter mit dem Punkt 2 Kontoeinstellungen. Wenn wir hier drauf gehen, haben wir nun auch direkt die Möglichkeit, unter Code Änderung den Benutzercode zu ändern. Der ist ja gerade einfach vorgegeben worden, vom System generiert. Und den können wir nun individualisieren. Wir geben also den Code ein, 336521, und geben jetzt hier unseren neuen Benutzercode ein. Dann nehmen wir jetzt einfach mal 121212. Und wiederholen das Ganze, 121212, und starten. Erfolgreich durchgeführt. Der neue Benutzercode lautet nun 121212 und mit diesem Code können wir nun auch unsere Box öffnen. Sagen okay, gehen zurück und wir machen weiter mit der Codeverwaltung. Und da haben wir einmal Zustellercodes und einmal Codes. Unter Zustellercodes verbergen sich dann die Dienstleister wie zum Beispiel DHL, DPD, Hermes und so weiter. Über das Plus können wir hier also neue Zustellercodes hinzufügen und da geben wir jetzt einfach mal ein DHL und geben unseren Benutzercode ein, 121212, starten das Ganze und auch dieser Zustellercode wird nun vom System generiert, uns vorgegeben, okay, und lautet 051251. Wir haben hier Mehrfachzusteller ja, das bedeutet, wenn die Box bereits voll ist, also es ist schon mal ein Paket zugestellt worden, darf dann der nächste Paketdienstleister nochmal ein Paket hinzufügen oder nicht. Wenn wir das eben mit Ja haben, das ist die Voreinstellung, dann darf er das. Wir können aber eben auch hier das Ganze bearbeiten, indem wir das nach rechts wischen und können zum Beispiel sagen, Mehrfachzustellung erlaubt, nein. Oder wir können diesen Code auch sperren. Wenn wir zum Beispiel der Meinung sind, es ist ein Paket abhanden gekommen, können wir erstmal den Code sperren, geben hier nochmal unseren Benutzercode ein und dann ist der Code erst einmal gesperrt. Weil wenn wir ihn komplett löschen, hat das einige Nachteile. Denn dieser Code, den müssen wir ja auch bei DHL zum Beispiel oder bei jedem anderen Dienstleister entsprechend auf der Website hinterlegen mit einer Abstellgenehmigung. Und das wäre natürlich ärgerlich, wenn wir dann immer wieder diesen Code auch dort auf den Websites ändern müssen. Deswegen kann ich ihn erstmal sperren und wenn sich das geklärt hat, dann kann ich ihn ja wieder freigeben. Gut, gehen wir einmal zurück, legen mal noch einen zweiten Zustellercode an. Den nennen wir jetzt einfach mal Milchfahrer, der uns frische Milch bringt, meinetwegen. 121212 und starten das Ganze. So, nun haben wir bereits zwei Zusteller angelegt. Wir könnten natürlich noch einige Dienstleister weiter hinzufügen. Das soll aber nun erstmal reichen. Insgesamt können wir bis zu 20 Zustellercodes hier in der App anlegen. Wir gehen nun einmal zurück und können auch noch einmal Codes anlegen. Auch eine sehr interessante Sache. Das machen wir jetzt einmal. Über das Plus müssen wir natürlich dann erstmal wieder unseren Benutzercode eingeben, 121212, starten das Ganze. Auch das müssen wir einmal in Reichweite zur Box machen, also in Bluetooth-Reichweite. Und wir haben nun eine TAN-Liste mit 10 Einmalcodes. Und diese können wir nun auch abrufen, auch wenn wir unterwegs sind. Die sind also jetzt in der Box hinterlegt und auch hier in der App. Und ich kann sie also hier abrufen. Das Schöne ist, ich kann sie jetzt auch abrufen, wenn ich unterwegs bin, egal wo. Ich brauche also keine Bluetooth-Verbindung mehr zu der Box. Und so kann ich auch im Bedarfsfall einfach spontan mal eben
einen Code weitergeben, wenn jemand was vorbeibringt und sagen, kannst du bitte in die Box legen. Kann das natürlich auch als Abholvariante nutzen, indem ich sage, ich lege vielleicht was rein, gebejenigen den Code und er kann sich das dann eben rausholen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Code auswählen, dann kommt die Frage, möchten Sie diesen Code verwenden? Dann sage ich okay und dann wird mir der Code jetzt hier angezeigt, 431576, und ich kann diesen Code jemanden weitergeben und er kann eben ein einziges Mal damit diese Box öffnen. Und danach ist der Code automatisch nicht mehr gültig. Mit der Einrichtung wären wir eigentlich jetzt auch schon soweit durch. Man müsste natürlich jetzt noch die Zustellercodes entsprechend auf den Websites hinterlegen, damit dort auch eine Zustellgenehmigung erfolgt. Aber ansonsten ist die Box nun vollständig eingerichtet.